Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter und Lost Mouse Horde als Herausforderung des Reapers auf 50.000. Keine Verbrauchsgegenstände, keine Artefakte, keine Reittierkampfkräfte. Eieieiei, da habe ich mir denn doch lieber ein Team aus der Gilde geschnappt. Bevor ich das mit Randoms mache. Aber wir sollten auch in einer annehmbaren, flinken Zeit hier durch sein, denke ich. Jeder weiß ja, was zu tun ist. Schaden müsste da sein, Heilung müsste da sein und Aggro ziehen, tanken müsste da sein. Also auch auf 50.000 sollte das hier nicht so das Thema sein. Der einzige Haken ist, dass dieser Dungeon manchmal am Ende so ein paar Darstellungsprobleme hat. Da kommen Lavaflächen und manchmal sind welche da, wo man keine sieht, oder man sieht welche und es sind dann keine da und es ist alles anders, als man denkt. Und wenn man die Lava mit den Fußspitzen berührt, ist man hier, muss doch nicht umgehauen werden. Wenn man die Lava mit Fußspitzen berührt, dann ist das Thema auch schon durch, dann stirbt man und ich will ja eigentlich ohne Tode durchkommen. Aber jetzt machen wir erstmal den ersten Boss. Oder auch nicht, wenn nicht alle in diesen Kreis treten. Hallo? Ah. Wieder was umstellen, andere Kräfte nehmen, neue Unterhose an und dann geht's los. So, noch nutzen wir diese Möglichkeit, keine Reittierkampfkräfte. Das kann man so ein bisschen aushebeln, sollte man den Drachenknochenwirbel besitzen. Also den Drachenknochen-Golem als Reittier oder den Eisfeuersalamander. Die beiden Kampfkräfte funktionieren aus irgendwelchen Gründen noch, selbst wenn normalerweise Reittierkampfkräfte gesperrt sind. Also allein dafür macht es Sinn, sich eins der beiden Tierchen zuzulegen. Die kann man dann nämlich trotzdem noch spielen. Also, solange das noch geht, nutzen wir das mal. Aber der ist ja auch schon sehr, sehr fix runtergeprügelt. Jetzt kommt die Neverwinter-Art eines Fahrstuhls. Einfach Tor auf und fallen lassen. Hui! Einmal kurz ins Feuerchen. Vom Schaden erholen. So, Tank ist da. Kann ich mich unsichtbar machen. So, rein da, rein da, rein da. Den hauen wir auch noch um und den auch. Und die da. Und das war's. Es geht irgendwo ein Tor auf. Ein Tor geht auf. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere oder so ähnlich. Jetzt muss man hüpfen können. Das ist aber alles Timing-Sache. Und da der Schurke mein Main ist, mit dem kann ich das. Mit anderen Klassen muss ich immer ein bisschen üben. Ja, warte wieder auf den Tank. Da ist er. Und dann hauen wir ihn um. So, gleiches Spiel in grün. Hüpfen, 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 ohne die Lava zu berühren. Easy. Ich bin ein Känguru. Ich sehe nur zu. So, warten auf den Tank. Und stun und rein und umhauen. Tütüm. Einmal Aggro gehabt, alles schicki. So, mal eben einsammeln und bleiben wir auf AOE. Da kommen ja auch noch richtig viele Gegnermassen. Da stelle ich lieber mal gar nicht um auf Single Target. Das sind zwar jetzt nur zwei riesige Skorpione, aber danach kommen wieder so Massen an Gegnern und meine Erfahrung ist, stelle ich auf Single Target um, sind die Massen danach richtig aua, da habe ich keinen Bock drauf. Also deswegen bleibe ich auf AOE. Das ist dann zwar weniger auf die
beiden Zwillingsskorpione da, aber das ist trotzdem ausreichend. Das mit den Massen danach habe ich sonst einfach zu viel zu kämpfen. Das ist zu nervig. So, und hier darf man nicht lange an einem Ort stehen, weil da fallen so fiese Lavasteine vom Himmel und die treffen einen denn. Und das gefühlt ist das so, also ich kann einfach nur sagen, immer in Bewegung bleiben, weil wenn ich irgendwo stehen bleibe, trifft mich so ein Ding auf jeden Fall. Deswegen immer ein bisschen schlagen und dann wieder bewegen, bewegen, bewegen. Und hoffen, dass mir kein Stein auf den Kopf fällt. Das ist so ein bisschen wie bei Asterix und Obelix. Der Häuptling hatte ja auch immer Angst, dass ihm irgendwo der Himmel auf den Kopf fällt. Hier ist es ein Stein, aber... Ja, aber beide fast gleichzeitig runter. Ich meine, das ist ja ultra schick. Jawohl. Raus aus den roten Flächen. So, und jetzt kommen diese Gruppen von Gegnern, die einen immer platt machen. Das ist echt nervig. Guck mal, wie viele das sind. Und hast du dann das Single, dann kannst du immer nur einen davon umhauen. Das geht gar nicht. Tut mir leid. Das geht einfach nicht. Nee. Also in der GWL oder so mag das in Ordnung sein dann, aber ganz ehrlich, auf Reaper-Modus, nein. Die bringen einen um. Und auch diesen Dungeon gibt es ohne Wiederbelebung und dann, ich versuche das immer so zu spielen, als wenn es ohne Wiederbelebung wäre. Weil falls es denn kommt, ist das immer noch machbar. So sollte man eigentlich jeden Reaper spielen, dass man niemals stirbt. Und da dürft ihr nicht dem Heiler die Schuld geben oder so, sondern guckt bei euch. Ihr seid für euer Leben verantwortlich. Also niemals in der Mitte von Gegnergruppen stehen, steht eher am Rand. Versucht, falls ihr die Aggro habt, euch wegzubewegen oder hin zum Tank. Jetzt darf ich auf Postgelung umstellen, weil das ist jetzt wirklich nur noch einer. Der gute Severin redet da wieder mit dem Drachen. Wird wieder umgestellt auf Single Target. Schwert rein raus. Unterhose an aus. Lichtschalter an aus und los. Haben wir also ein Übereinkommen, mein Fürst Lostmorph? Okay. Hinter ihnen. Kampfvorteil nutzen. Ich drücke schon zum dritten Mal auf die Reittierkampfkraft. Jetzt geht sie. Cool. So, Fall um. Ja, das sieht doch easy aus. Meine Fresse. Okay. So, viel Chance hat er nicht gerade. Ah, jetzt haut er ab, aber auch da wieder. Grafik ist da. Und jetzt kommt aber schon so ein roter Bereich. Ist der unter mir? Ah, jetzt kann ich gucken. Cool. Puh. Ja, da muss ich weg. Auch da muss ich ein Stück weg. Okay. Oh, cool. So, jetzt noch den Rest von dem verlorenen Mund hier. Okay, jetzt sollten da, wo die roten Flächen sind, Lavaflächen kommen. Ich hoffe, das ist auch so. Jo, sieht so aus. Cool. Das sieht so aus. Gestunt, aber tot. Haha. Da liegt irgendwas. Ein Aquamarin. Ich bin reich. Scheiße. So, Belohnung. Eisbär. Okay, cool. Und Panzerhandschuh des Geldwechslers. Okay. Dann erstmal bedanken. Ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuschauen, fürs Durchhaltevermögen. Ich hoffe, es war wieder ein bisschen Unterhaltung für euch dabei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.